Wir starten in eine neue Woche mit Transfermarkt TV. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut durchs Wochenende gekommen. Das hängt wahrscheinlich davon ab, wie eure Mannschaft am Wochenende gespielt hat. Einige Spieler haben jedenfalls in den europäischen Top-Ligen so richtig performt und Rekorde eingestellt. So zum Beispiel Stefan Kießling von Bayer Leverkusen. Er wurde ja eingewechselt gegen Wolfsburg in der 88. Minute und kam so zu seinem 400. Bundesligaspiel. Es gibt übrigens nur noch 66 Spieler, die auch mindestens so viele Einsätze haben. Also Respekt dafür. Und dann ist da noch Marco Reus. Schön, dass er wieder zurück ist. Hat in den letzten drei Bundesligaspielen immer getroffen. So auch gegen RB Leipzig am Samstagabend. 1:1 ist ja das Endergebnis. Und damit hat er jetzt gegen alle aktuellen Bundesligisten getroffen. Auch gegen den BVB. Dann natürlich dann im Dress von Gladbach. Ja, am liebsten tut er es gegen Mainz und gegen Bremen und auch gegen den nächsten Gegner. Eintracht Frankfurt hat er schon 6 Tore erzielt. Mal gucken, was ihm da dann gelingt. Ein alter Mann hatte gestern Abend seinen großen Auftritt. Claudio Pizarro, mit 39 ja schon im fortgeschrittenen Fußballeralter, hat getroffen für den FC. Genützt hat es am Ende leider nichts. Aber er ist jetzt der viertälteste Bundesliga-Torschütze. Sein Marktwert liegt aktuell bei 1 Million Euro. In seiner gesamten Karriere hat er übrigens 192 Bundesliga-Tore erzielt, in 17 der letzten 19 Saisons immer getroffen, nur einmal nicht, das war 14-15 bei den Bayern und dann war er auch noch bei Chelsea. Ja, wer war denn noch älter als er? Zum Beispiel Mirko Votava, er war über 40, Manfred Burgsmüller und Morten Olsen. Den könnte er vielleicht noch einholen. Bei Burgsmüller wird es, glaube ich, ein bisschen knapp, zumindest diese Saison. Und wie es dann mit Pizarro weitergeht, das steht ja noch in den Sternen. Auch international haben, wie gesagt, einige Jungs zugeschlagen in Sachen neue Rekorde. So auch Edin Dzeko, ein guter alter Bekannter aus der Bundesliga. Er hat beim Spiel seiner Roma gegen Neapel getroffen und zwar gleich doppelt. Und damit hat er jetzt die 50 voll in der Serie A. 50 Tore und mehr, das ist ihm schon in 3 verschiedenen Ligen gelungen. So auch in der Bundesliga, da waren es sogar 66 Treffer und hinzu kommen 50 in der Premier League. Beim VfL Wolfsburg hat er dafür 111 Spiele gebraucht, war ja dort von 2007 bis 2011. Spielte dann auch bei Manchester City. 130 Premier League Spiele hat er da benötigt für diese 50 Tore. Und in der Serie A ging es ein bisschen schneller für ihn. Dort waren es nämlich nur 95 Serie A Spiele für 50 Treffer. Und es gibt ja auch immer wieder Gerüchte, er könnte den Verein wechseln. Klar, seine Qualitäten sind auch bei der Konkurrenz gefragt. Über den Status quo hören wir jetzt Transfermarktredakteur Yatin Dietl. Dass Dzeko noch spielentscheidend sein kann, hat er am Samstag gegen Napoli beeindruckend unter Beweis gestellt. Trotzdem ist sein Standing in Rom nicht mehr dasselbe wie noch in der vergangenen Saison, als er sich die Torjägerkrone der Serie A und der Europa League holen konnte. Mittlerweile ist der fast 32-Jährige nicht mehr so torgefährlich und auch nicht mehr so in der Offensivarbeit der Mannschaft mit eingebunden. Schon im Sommer wurde mit Patrick Schick sein langfristiger Ersatz verpflichtet und im Winter scheiterte ein Verkauf eigentlich nur an den Gehaltsforderungen des Spielers selbst. So scheint es, als wenn im Sommer nochmal so ein gutes Angebot kommen sollte, scheint ein Verkauf sehr wahrscheinlich. Es würde mich also nicht wundern, wenn die Giallorossi die Saisonplanung der kommenden Saison jetzt schon ohne ihren Top-Verdiener machen würden. Wenn es um Rekorde geht, darf einer natürlich nicht fehlen. Lionel Messi bricht ja gefühlt jedes Spiel oder jedes Wochenende irgendeinen. Aber dieser hier kann sich sehen lassen, denn er hat jetzt sein 600. Profitor erzielt gegen Atletico Madrid. Und das Ganze verteilt sich wie folgt. Also 373 hat er in La Liga erzielt, 106 in der Champions League, 47 im spanischen Pokal, in der Supercopa sind es 13 und 61 für die argentinische Nationalmannschaft, also summa summarum 539 für Barcelona in den verschiedenen Wettbewerben. Und mal so zum Vergleich, Cristiano Ronaldo hat an diesem Wochenende sein 300. La Liga-Tor erzielt. Und jetzt ist es ganz interessant, wie lange er immer für 100 Tore gebraucht hat. Da ist er über die Jahre besser geworden, wie man sieht. Also für die ersten 100 hat er noch 210 Spiele gebraucht.
dann nur noch 122 und dann waren es sogar nur noch 86, aber auch ein Fußballgott wird ja nicht jünger. Jetzt sind es 107 für Tore 300 bis 400, dann 108 und für die letzten jetzt 114, aber das ist natürlich alles noch in einem Wahnsinnsbereich. Jetzt wird abgerechnet und zwar mit Marcel Schäfer, dem Ex-Wolfsburg-Profi. Von ihm kam ja diese Woche der Expertentipp, spielt jetzt bei Tampa Bay Rowdies, hat sich also für die Sonne Floridas entschieden und er hat 29 Punkte gemacht. In 4 von 9 Spielen hat er sich für die richtige Tendenz entschieden, so auch beim Topspiel zum Beispiel Leipzig gegen den BVB, das endete ja unentschieden. Nicht richtig lag er beim Ergebnis seines Ex-Clubs Wolfsburg und auch dem HSV hatte er einen Sieg zugetraut. Der Tagessieger ist übrigens Lelle mit 73 Punkten und er lag in Sachen Tendenz in jeder Partie richtig. Also Glückwunsch dazu, heißt auch, es wäre noch ein bisschen Luft nach oben gewesen für Marcel Schäfer. Und das findet auch Julian Gressel, der Deutsche, der für Atlanta United aufläuft und hat sich bei Instagram gemeldet, um Marcel Schäfer das dann auch mitzuteilen. Woraufhin wir ihn natürlich aufgefordert haben, dass er doch selber mal den Expertentipp abgeben soll. Und das macht er jetzt auch, nämlich am kommenden Spieltag. Also da freuen wir uns drauf und können mal schauen, ob er es denn wirklich besser macht. Die Latte liegt für ihn also bei 29 Punkten. Ich bin sehr gespannt. Wo ein Expertentipp da, natürlich auch eine Elf des Spieltages. Wir schauen mal, wen ihr diese Woche reingewählt habt. Und auf der Torhüterposition, da gibt es eine kleine Überraschung. Da feiert einer sein Debüt, nämlich Florian Müller von Mainz 05. Ja, nicht nur sein Debüt in eurer Top 11, sondern auch in der Bundesliga, denn Zentner und Adler waren ja verhindert. Und dann hat er dem HSV das Leben gleich richtig schwer gemacht. Die Defensivreihe vor ihm besteht aus Beck vom VfB Stuttgart, der Bayern in Verteidigung Hummels und Kimmich, der übrigens schon zum 9. Mal dabei ist, und Danny da Costa von Frankfurt. Im Mittelfeld finden wir Erik Tommy, 3 Vorlagen an diesem Wochenende gegen den 1. FC Köln. Tolisso hat ja getroffen gegen Freiburg mit einem sehr sehenswerten Schuss und wie wir heute gelernt haben, übt er das mit Hermann Gerland und Marco Reus darf natürlich auch nicht fehlen, hat 54,2% eurer Stimmen. Und die Jungs ganz vorne in der Offensive haben alle getroffen. Kramaric von Hoffenheim gegen Augsburg, Mario Gomez ja sogar 2-mal gegen den 1. FC Köln und Thomas Müller erzielte das 0:4 gegen Freiburg. Er hat sogar 77,1% eurer Stimmen. Ja, und wer bietet sich jetzt als Trainer dieser Truppe an? Taifun Korkut vom VfB Stuttgart. 13 von 15 möglichen Punkten hat er mit dem VfB geholt, 16,2% eurer Stimmen. Pep Guardiola will es ruhiger angehen lassen auf dem Transfermarkt. Gut, das heißt bei ihm dann, er hat nur 2 Spieler für den kommenden Sommer ins Auge gefasst. Seit seinem Amtsantritt hat er ja 19 Verpflichtungen getätigt. Es geht um diese beiden Spieler. Rafael Leao von Sporting, Mittelstürmer, 18 Jahre jung, hat dort alle Jugendmannschaften durchlaufen. Zum Beispiel spielte er in der B-Mannschaft, aber er hat auch 3 Spiele in der Liga NOS. Und wir sehen hier, wie er Casillas von Porto tunnelt. Ein Treffer hat er erzielt. Eben diesen hier. Auch am 17-jährigen Ryan Sessegnon vom FC Fulham soll Pep interessiert sein. Er spielt im linken Mittelfeld, hat bereits 14 Spiele für Englands U19 absolviert und 14 Treffer in 38 Spielen. Nach Diogo Dalot soll der FC Bayern als möglichen Kimmich-Backup jetzt auch Fabrizio Bustos ins Auge gefasst haben. 21 Jahre alt, der Argentinier kann auch im rechten Mittelfeld auflaufen, spielt bei Independiente Avellaneda, wo er noch bis 2019 Vertrag hat. Beschert Andrija Zivkovic Benfica einen weiteren Millionengewinn. Der 21-jährige Serbe wird regelmäßig von ManU beobachtet. Jetzt haben ihn auch Scouts von Arsenal, Leicester und Monaco unter die Lupe genommen. Die Ausstiegsklausel des Rechtsaußen liegt bei 60 Millionen Euro. Im
Bayern-Forum hat Bavarian eine Umfrage initiiert zum Thema, wer wird Nachfolger von Robbery? Und interessanterweise ist euer Favorit ein Spieler von der Konkurrenz, nämlich von Bayer Leverkusen. Leon Bailey, der 20-jährige Jamaikaner, 11 Tore in 24 Spielen, er liegt mit Abstand vorne, hat allerdings noch Vertrag bis 2022. Und Anthony Martial wurde nicht von den Medien, sondern von euch ins Spiel gebracht, von Manchester United. Er hat auch 11 Tore erzielt, allerdings in 38 Saisonspielen. Und ihr geht gar nicht so sehr auf andere deutsche Spieler, zum Beispiel Draxler oder andere junge Stars wie Pulisic aus der Bundesliga, sondern sagt Florent Thauvin von Olympique Marseille, der könnte doch auch interessant sein, hat noch Vertrag bis 2021, hat allerdings in 40 Saisonspielen 17 Tore erzielt und 15 Vorlagen geliefert. Nicht schlecht, würde ich sagen. Die letzte offizielle Spur, die führt ja zu Malcolm von Girondins Bordeaux und da hat sich jetzt Willy Sagnol zu Wort gemeldet, der Ex-Bayern-Spieler und auch Ex-Bordeaux-Profi, und er denkt, das könnte durchaus klappen, denn Bordeaux braucht Geld. Bordeaux möchte Malcolm unbedingt verkaufen, weil sie das Geld wollen. Das war's für heute und wir verabschieden uns mit zwei Toren, die vielleicht vorentscheidend waren im Meisterkampf in der Eredivisie, denn PSV liegt jetzt 10 Punkte vor Ajax Amsterdam und ein Ex-Bundesliga-Profi ist nicht ganz unschuldig daran. Hier kommen sie, wir sehen uns dann morgen. Bis dahin.